Hallo liebe Freunde der pixeligen Unterhaltung, Telespieltobi hier. Ihr wundert euch vielleicht, Dienstag, neues Video, was ist denn hier auf dem Kanal los? Naja, es ist nicht nur einfach Dienstag, sondern Dienstag, der 1. Dezember. Das heißt, heute wird im Adventskalender das erste Türchen geöffnet. Und das möchte ich mit euch zusammentun. Es gibt einen kleinen telespieligen Retro-Adventskalender. Wie genau das aussieht, was es dazu erleben gibt, sehen wir gleich. Los geht's direkt nach dem Intro. Ja, bevor wir mit dem Adventskalender loslegen, nochmal ein kleiner Programmhinweis. Und zwar, ihr kennt es vielleicht schon aus dem letzten Video, ich möchte auf den Salutas Spendenstream hinweisen. Der findet am kommenden Wochenende statt, 5. 6. Dezember, das Nikolauswochenende, von Samstag auf Sonntag, 24 Stunden. Samstag geht's los um 17 Uhr. Und ja, was ist das? Ein paar Nerds haben sich zusammengeschlossen. Ich inklusive. Und wir veranstalten, wie gesagt, einen 24-Stunden-Stream und sammeln da Geld für den guten Zweck. Das ist dieses Jahr der Wünschebus und der ja, erfüllt quasi sehr kranken oder todkranken Menschen einen allerletzten Wunsch. Die Spenden, die wir einnehmen, die gehen dann eben an diesen Wünschebus, der vom ASB betrieben wird oder ins Leben gerufen wurde. Und ja, wenn ihr dabei sein wollt, ihr könnt einfach so zuschauen auf Twitch. Ich weiß nicht, ob wir einen Restream einbauen können, ob es auch auf YouTube kommen kann. Auf jeden Fall auf Twitch. Den Link packe ich da unten rein, auch in die Beschreibung, könnt ihr direkt verlinken. Auf Instagram posten die Salutas regelmäßig die Updates, was es denn gibt. Und ja, schaut einfach mal vorbei und ich hoffe, wir sehen uns dann an dem Wochenende, wenn es auch nur für einen kleinen Schnack im Chat ist und sehr gerne natürlich auch den ein oder anderen Euro, den ihr dann dort lasst, für den guten Zweck. Jo, das war nochmal der Salutas Programmhinweis. Aber jetzt kommen wir doch zum Adventskalender. Dienstag, 1. Dezember. Und da würde ich sagen, schauen wir uns mal an, welchen Adventskalender wir denn überhaupt anschauen oder wie der sich gestaltet. Ich habe mir hier vom Francis Verlag den Elektronik Retro Spiele Adventskalender gegönnt. Weiß nicht, wie gut der ist, was der kann. Es ist wohl so ein, ja, so ein bisschen Elektronik, Elektrotechnik. Mein letzter Berührungspunkt damit war, die Verkabelung hier ein bisschen im Haus erneuern. Das auch nur, weil ich weiß, gleichfarbige Drähte kommen auf gleichfarbige. Bei der Kreuzschaltung ne, mit Lichtschaltern einstellen, ein, aus, habe ich mir auch rumprobiert, als dass ich da gewusst habe, was ich mache. Aber es hat funktioniert. Und hier hoffe ich doch, dass ich da ja, vielleicht mein Physikwissen von vor 20, 25 Jahren noch mal ein bisschen auffrischen kann. Und ja, für Elektronikspiele, was steht noch drauf von Francis? Würfeln, Tennis, ob das schon in Richtung Pong geht, heißer Draht, Lügendetektor, Tresorknacker, Reaktion, 24 Spiele der 70er und 80er zum selber bauen. Ja, und da es eben so ein Adventskalender ist, habe ich mir gedacht, baue ich den doch mit euch zusammen oder öffne ich den und baue den mit euch zusammen in den nächsten 24 Tagen. Das heißt, ihr kriegt ab heute jeden Tag ein kleines neues Video, wo ich dann eben schaue, was da drin ist und wo ihr mir dann ein bisschen zugucken könnt, wie ich erfolgreich oder erfolglos versuche, das entsprechende Experiment oder die Bauanleitung der hier zu folgen und mir dann eben so das ein oder andere Elektrotechnik, Elektronik, Retro-Spiel zusammenbastle. Also ich würde sagen, das erste Türchen öffnen wir jetzt. Das ist also der Adventskalender. So sieht der von vorne aus. Hinten, da bekommt man schon so ein bisschen ja, eine Idee davon. Kalender selbst, ein Buch. Ja, da werden schon die Sachen eigentlich verraten. Bastelbogen für eine Retro-Konsole, für das richtige Nostalgie-Feeling sogar richtig dabei. Und dann hier verschiedene Spiele. Ja, gucken wir mal. Mehr Spiele, wahrscheinlich noch Alternativen, die man hier basteln kann. Ja, gucken wir mal. Vielleicht brauche ich auch noch Werkzeug, das weiß ich gar nicht. Werden wir sehen. Heute erstmal das erste Türchen und das ist hier ganz groß. Jetzt weiß ich gar nicht, wo das aufgeht.
Geht gar nicht auf. Ach, das ist gar kein Adventskalender. Muss ich den etwa aufmachen? Das ist ja blöd, ne? Das heißt, ich muss hier... Das Ganze hier nochmal drin. Der Bastelbogen. So, dann brauche ich jetzt erstmal wahrscheinlich ein Messer. Dann brauche ich gleich auch noch die Schere. Soll ich das jetzt hier abheben? Das ist dann die Oberseite und das sind die Seitenteile. Oh, dann muss ich erstmal schneiden und dann, das ist Adventskalender selbst. Das ist das Handbuch. Da werden wir später dann auch noch reinschauen. Und dann haben wir hier den Adventskalender. Das war laut, ne? Haben wir hier den eigentlichen Adventskalender und hier, ja, ist es auch vorgestanzt. Das heißt, hier können wir unsere ersten Sachen rausholen. Was haben wir hier? Ein Steckboard. Oh, das geht ja schlecht raus. Dann eine LED oder eine Diode, Batteriefach, das dürfte, der fokussiert nicht, ne? Das ist ein Taster, würde ich sagen, also ein Schalter. Ja, die Batteriebox. Und Kabel. Okay. Das heißt, wir schauen dann auch gleich am Arbeitstisch, was wir damit machen können. Ja, beim Auspacken habt ihr das ja schon gesehen. Es gibt hier solche Overlays, die man noch ausschneiden kann, um sich dann ja sowas wie eine Art, wie ein Atari 2600 sieht es aus. Aber ich würde sagen, die bastel ich irgendwann so mal nebenher. Wenn ich es überhaupt mache, das ist eigentlich für den Kalender selbst, ist es gar nicht nötig, dass man das hier ausschneidet. Wichtiger ist hier die Anleitung und in die schauen wir jetzt erstmal rein. So, hier haben wir eine kleine Einführung, der Spielekalender. Hier ist auch nochmal erwähnt, der Aufbau der Spiele gelingt auch ohne Vorerfahrung. Wichtig für mich, denn ich bin ja doch, wie ich gesagt habe, der Elektrotechnik-Noob. Dann haben wir hier das erste Spiel, das nennt sich die verborgene Leitung. Und der Aufbau ist hier unten schön aufgemalt. Ganz am Anfang müssen wir natürlich auch noch ein bisschen Vorarbeit leisten, denn ja, das Batteriefach muss erstmal angeschlossen werden. Und das machen wir jetzt. Hier steht auch in der Beschreibung drin, dass es empfohlen wird, es einmal zu machen und dann so zu lassen, weil das eben solche elastischen Kabel sind, die mit so ein bisschen Lötzinn, ein bisschen verfestigt sind. Wenn man das zu oft rein und raus steckt hier in dieses Board, dann nutzt sich das ab. Nochmal kurz zu diesem Board. Wer das nicht kennt, das ist so ein Steckboard. Das ist auch hier drin erklärt. Ich weiß gar nicht mehr wo hier in dem Heft. Und zwar sind das zwei Felder, die 23 Reihen haben. Also hier fängt das an, geht dann hier rüber bis Nummer 23. Und dann haben wir hier oben X und Y auf dem äußeren und dann A bis E und F bis J hier. Was verbirgt sich jetzt dahinter? Das sind natürlich einzelne Stecker, wo man, das sind so Federn dahinter und da kann man dann so ein Kabel reinstecken. Das hält dann von selbst. Und A bis E, die sind jeweils immer verbunden. Das heißt, wenn ich hier ein Kabel reinstecke oder Strom drauf gebe, dann ist es mit diesem Stecker hier oder Loch auch verbunden. Genauso hier nebendran. Nur von links nach rechts sind sie nicht verbunden, sondern nur von oben nach unten. Und genauso auch da unten, das zweite Brett. Also hier die zwei großen Felder sind nicht verbunden, sondern hier unten ist dann auch nochmal ein Feld, das dann für sich separat ist. Und ist dann auch nochmal F bis J ist verbunden. Und so sind dann eben hier die einzelnen Reihen
verbunden, aber von links nach rechts, von rechts nach links, da besteht keine Verbindung. Jo, dann fangen wir erstmal an. Ich habe da hinten schon ein Loch reingetüdelt, damit ich hier einigermaßen okay das Kabel durchkriege. Und da haben wir das Kabel. Und auch hier. Und hier ist beschrieben, dass es genau in, wie war das, H23 und C23 soll das Ganze rein. C23 haben wir hier oben. Das geht jetzt ein bisschen schwer. Deswegen nehme ich hier die Zange. Also es geht nicht schwer, sondern das ist sehr elastisch und verbiegt sich dadurch sehr schnell. Mal gucken, ob das geht. Ja, das geht. Das ist sehr locker hier drin. Hoffentlich hält das. Naja, jedenfalls haben wir jetzt hier die Vorarbeit geleistet. Tjo. Haben wir keine andere Möglichkeit, als zu hoffen, dass es so funktioniert. Ne? So, dann haben wir hier das Schaltbrett. Wie das aussehen soll. Das Spiel, die verborgene Leitung sieht so aus. Wir bauen hier unseren Stromkreis auf. Wie ich gesagt habe, das ist ja von oben nach unten verbunden. Und der Draht ist eigentlich nur vorhanden. Und das bedeutet, wenn man den abdeckt, weiß man nicht, wo in welchem Loch dieser Draht drin ist. Und man muss dann eben ein bisschen raten, wo es ist, so stecken. Und dann kann man auf den Taster drücken. Und dann ja, sieht man dann, ob man richtig geraten hat oder nicht. Dazu brauche ich dann auch noch ein bisschen Draht hier, den ich mir abschneiden muss. Dann schauen wir hier oben, da haben wir das Beinchen für unseren Taster. Der ist hier als allererstes drin. Ja, also wenn wir uns das Schaltplänchen anschauen, machen wir so, dann ist der Taster hier oben drin. Jo. Sitzt jetzt auch nicht perfekt, aber ja, funktioniert auf jeden Fall schon mal so akustisch. Gut. Dann brauchen wir unsere LED. Die hat schon Vorwiderstand, weil wohl die 4,5 Volt hier zu viel sind für die LED. Deswegen ist da ein kleiner Widerstand drin, dass die nicht durchbrennt. Und ich weiß jetzt nur nicht, wie rum die kommen soll. Ich schätze mal, dass hier, dass das das längere Beinchen ist hier. Das nach oben zeigt und das kürzere nach unten. Stecken wir das einfach mal so rein. Jo, dann brauchen wir noch unseren Draht. Dann erstmal den für die Mitte. Na, ich glaube, das war ein bisschen wenig. Und das war ein bisschen viel. Also einmal abisoliert. Das ist dann quasi der versteckte Draht, den wir, keine Ahnung, hier oben mal reingeben. Der war ein bisschen lang. Hier rein. So, das ist der versteckte Draht und dann muss natürlich noch irgendwie der Stromkreis geschlossen werden. Dafür brauchen wir nochmal. Muss ich mir so behelfen. Das ist einfach so klein, dass ich den Draht nicht zum Greifen kriege. Also, eine kleine Brücke brauchen wir. Hier unten drauf. Also, hier unten, die Reihe ist so horizontal verbunden, während die hier vertikal verbunden sind. Ne? Also das heißt, wenn hier Strom drauf ist, ist der hier überall drauf. Und dann noch einen letzten. Oh, der war großzügig, vielleicht zu großzügig, ne? Und wenn der jetzt hier drin ist, muss der ja so verbunden werden.
Theoretisch haben wir jetzt den Stromkreis geschlossen. Und um das auszutesten, muss ich mal da hinten hingreifen. Da habe ich nämlich die Batterien. Gute Teddy-Qualität. So, jetzt müsste eigentlich alles geschlossen sein. Einmal Stromkreis und wenn ich drücke, leuchtet die LED. Jawohl, sehr schön. Wenn ich jetzt quasi hier den Stecker rausziehe und mit einem Stück Papier das Ganze abdecke, ja, weiß ich nicht, in welchem Loch hier das Kabel ist. Passiert natürlich nichts, weil der Stromkreis nicht geschlossen ist. Und ich muss raten, okay, ist das der richtige? Nein. Ist das der richtige? Nein. Ist das der richtige? Ja. Das ist also der verborgene Draht. Kein ultra aufregendes Spiel, aber was erwartet man, ne, an so einem Adventskalender? Und es ist auch natürlich eine Zweispieler-Geschichte, denn wenn ich das mache, dann weiß ich ja, in welchem Loch hier der Draht drin war. Ist ein bisschen albern, deswegen wäre das dann ein Spiel für zwei Personen. Schon gleich im ersten Adventskalender-Türchen ein Zweispieler, ein Versus-Spiel. Jo, das war's dann fürs Erste. Und ich würde sagen, mal schauen, was dann morgen im zweiten Türchen so passiert. Wir sehen uns, bis denn, euer Telespiel-Tobi.